Der Freitag in Franken, ein herzliches Grüß Gott zusammen. Und da beginnen wir auch gleich mit einer Nachricht, die viele Fürther freuen dürfte. Volker Heißmann ist der neue Präsident der Spielvereinigung Greuther Fürth. Der bekannte Komödiant war ja bislang schon Vizepräsident oder Vizepräsident, wie er selbst von sich auch des Öfteren gesagt hat. Jetzt löst er Fred Höfler ab, der nicht mehr angetreten war. Eine neue Herausforderung, aber für den gebürtigen Fürther auch schon immer eine Herzensangelegenheit. Kennen Sie eigentlich den Volker Heißmann? Nein, haben wir nie getroffen. Ich kenne ihn bloß vom Fernsehen, von Aufzeichnungen. Wie gefällt er Ihnen, wenn Sie ihn so sehen im Fernsehen? Naja, also den sein Gesicht auch nichts. Also Gesicht hat er, mein Fall wäre das nicht, ne? Aber lustig ist er, ein lustiger Kerl. Und so hat Anfang der 1990er alles angefangen, gemeinsam mit Martin Rassau. Wir wollen mittendrin sein, wir wollen auch bei den Leuten dabei sein, wir wollen die richtig erleben. Und so sehen die sich auch. Sie sehen einen Spiegel vor sich, also möchten ja genau so ist es bei meiner Nachbarin, so habe ich das gesehen. Ein Erfolgsrezept bis heute, mit eigenem Theater, der Komödie und immer wieder neuen Ideen. Der Humor geht Volker Heißmann nicht aus. Rund 300 Mal steht er jährlich auf der Bühne. Und auch das kann Volker Heißmann, ein glühender Fürther-Fan, als witziger Stadionsprecher. Und das Lied, Heidi, Heidi. Gestern Abend hat Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung ihn für das Amt des Präsidenten vorgeschlagen. Seine Gründe? Das Kleeblatt-Gen hat Volker Heißmann in seinem Herzen. Er ist auch ein Mensch, der Freude bringt, ja. Er ist aber darüber hinaus ein verantwortungsvoller und erfolgreicher Unternehmer in unserer Stadt. Die von ihm aufgebaute Komödie beschäftigt 100 Menschen und bietet sichere Arbeit. Er ist ein Mensch, der weit denkt, der vorausdenkt, der inspiriert und der Spielvereinigung richtig gut tun wird. Auf den Neuen warten einige Probleme. Er muss ins Stadion investieren, in eine Turnhalle. Die Stadt Fürth hat vor einem Monat den Pachtvertrag für den Ruhnhof bis 2080 verlängert. Das schafft genug Planungssicherheit für den neuen Präsidenten. Jetzt also Präsident. Und dann ist er auch in dem Fasching, auf vielen anderen Bühnen als Comedian unterwegs. Heute Abend zum Beispiel in Speichersdorf mit einem Sketchprogramm gemeinsam mit Martin Rassau in der Sportarena. Und von dort ist er uns jetzt live zugeschaltet. Hallo Volker, erstmal Gratulation zu deinem neuen Amt. Ich durfte ja auch schon des Öfteren mit auf der Bühne stehen und weiß, dass du immer noch ganz viel im Hintergrund zu tun hast. Wie ernst nimmst du dieses Amt denn? Ja, sehr ernst nehme ich dieses Amt natürlich, weil ich habe da eine große Verantwortung. Wir sind ein toller Verein und es gibt viele Sachen, die jetzt angepackt werden müssen. Und da bleibt dann der Komiker mal außen vor und dann kommt mehr der Manager Heißmann zum Zuge. Als du mal gefragt wurdest, als du Vizepräsident wurdest, warum gerade du, sollst du gesagt haben, naja, sie hatten keinen anderen. Wie ist es diesmal? Bist du jetzt der Wunschkandidat? Ja, ich glaube schon, dass ich der Wunschkandidat war und bin. Der Fred Höfler, mein Vorgänger, hatte eigentlich einen anderen Zeitplan. Aber dann kamen jetzt drei Enkel noch dazu. Somit hat er 7 Enkel. Und jetzt hat er gesagt, er hört 3 Jahre früher auf, als er eigentlich wollte. Und dann habe ich gesagt, na gut, eigentlich ist mein Zeitmanagement noch nicht ganz so, dass ich die ganze Zeit unterbringe für die Spielvereinigung. Aber das kann man alles regeln. Wir haben das jetzt alles gut vorgetaktet. Und somit bin ich bereit. Und ich glaube, ich werde die Aufgabe mit vollem Einsatz erfüllen können. Ja, die Aufgabe, sagst du, es sind ja wahrscheinlich eine Menge Aufgaben, bist eine Weile dabei. Weißt du denn schon genau, was da jetzt so alles auf dich zukommt? Ja, wir haben viel zu tun. Wir haben ja einen Breitensport auch dabei. Wir haben Hockeymannschaften, wir haben Tischtennis, wir haben die Schwimmer und wir haben eine Turnhalle auch, die wir betreiben, die uns gehört. Die ist aber richtig kaputt, nicht so schön wie hier, wo ich jetzt gerade stehe, in Speichersdorf, sondern da regnet es rein und die muss erneuert werden. Also da brauchen wir was Neues, eine Dreifach-Turnhalle und das sind 17 Millionen. Also das ist für einen Verein viel Geld zu stemmen. Da müssen wir jetzt gucken, wo es Förderungen gibt und wie wir das schaffen. Die Gegengerade im Stadion muss gemacht werden. Also das ist auch was, was die nächsten 3 Jahre ansteht. Also es gibt genug zu tun. Wir sind frohen Mutes, dass wir es irgendwie schaffen.
Ja, es sind natürlich auch viele Herausforderungen jetzt da. Ist eine Herausforderung auch, dass du dich vielleicht manchmal auch unbeliebt machen musst als Präsident? Also ich habe es ganz akustisch nicht verstanden, dass ich was machen muss? Dich auch mal unbeliebt machen, weil du musst ja schließlich Entscheidungen treffen, die vielleicht auch nicht für alle mal nachvollziehbar sind. Ach so, ja, unbeliebt, ja, das habe ich nicht verstanden. Ja, natürlich, deswegen bleibt der Komiker ja außen vor. Man kann nicht everybody's darling sein, das ist ganz klar. Wir müssen da harte Entscheidungen treffen und es wird nicht jedem gefallen, was dann da passiert. Aber wir wollen ja in Zukunft weiterhin erfolgreich sein und da gibt es auch Entscheidungen, die vielleicht nicht jedem gefallen. Volker, wir wünschen dir ganz viel Glück und Erfolg als Präsident beim Greuther Fürther Verein. Dankeschön, dass du heute Abend kurz vor der Vorstellung noch zur Verfügung standest. Danke. So, später ist Fußball nochmal unser Thema, aber erst nach Unterfranken. Ein UNESCO-Biosphärenreservat als Modellregion für nachhaltige Entwicklung. Klingt gut, oder? In der Rhön gibt es ja schon eines. Jetzt wird aber in einer Machbarkeitsstudie die Einrichtung eines solchen Reservats im Spessart geprüft. Es geht natürlich um den Erhalt der Kulturlandschaften mitsamt ihrer biologischen Vielfalt, aber nicht nur. Der Spessart, das größte zusammenhängende Mischwaldgebiet Deutschlands mit seinen uralten Buchen und Eichen, gilt als schutzwürdig. Doch hat er auch das Potenzial zum UNESCO-Biosphärenreservat? Um das auszuloten, haben Stadt und Landkreis Aschaffenburg sowie die Kreise Miltenberg und Main-Spessart eine Machbarkeitsstudie gestartet. Geografin Lisa Majewski betont die strengen Kriterien der UNESCO. Ist der Spessart vielleicht schon repräsentativ genug, indem er seine großflächigen zusammenhängenden Laubmischwälder in dieses UNESCO-Weltnetz mit einpflegt? Oder sind es die Spessarträuber, sind es die Burgen und Schlösser, die hier kulturlandschaftlich prägend sind? Oder braucht es dafür vielleicht ein bisschen mehr? Vor allem braucht es eine Bevölkerung, die hinter dem Gedanken steht. Ein Nationalpark Spessart war am Widerstand der Menschen gescheitert. Doch der UNESCO-Gedanke geht weit über den des Naturschutzes hinaus, bezieht den Menschen und sein Tun mit ein. Es wird keinen Nationalpark 2.0 geben, betont der Aschaffenburger Landrat deshalb beim ersten Bürgerforum in Haibach. Das sind Projekte, die gelingen nur dann, wenn alle an einen Strang ziehen, wenn alle Akteure mitziehen. Und Biosphärenreservate, das sind Projekte aus der Region, für die Region. Und das Interesse in der Region ist groß. Doch während die einen Chancen sehen, befürchten Holzrechtler und Landwirte Einschnitte. Wenn man so hört von den anderen Biosphärenreservaten, dann gibt es schon bestimmte Auflagen. Die können wir dann fast nicht mehr erfüllen. Ich bin heute hier einfach mal, um mich zu informieren. Ich habe mich im Vorfeld nicht so jetzt damit befasst. Es sind Chancen, damit einfach die Landschaft, wie gesagt, die Artenvielfalt erhalten bleibt. Wir sollen uns unseren Spessart lassen, wie er ist, weil unsere Menschen haben den Spessart geschaffen. Und genau darum geht es beim Biosphärenreservat, sagt der Projektmanager aus Karlstadt. Es ist nicht nur der Naturschutz im Fokus, sondern es ist eine Modellregion für nachhaltige Entwicklung. Das heißt, die Punkte Ökologie, Ökonomie und Soziales werden alle gleichmäßig betrachtet. Der Prozess der Bürgerbeteiligung ist nun gestartet. Wohin die Reise geht, ist noch völlig offen. Und selbst wenn die Mehrheit der Menschen in der Region für ein Biosphärenreservat stimmen sollte, muss der Spessart auch den Kriterien der UNESCO genügen. Bis das alles geklärt ist, wird noch viel Wasser die Spessarttäler hinabfließen. Das Vorweihnachtsgeschäft beginnt so langsam, auch im Buchhandel. Oft werden bis zu 70% des gesamten Jahresumsatzes im November und Dezember erzielt. Zusätzlichen Rückenwind bekommt die Nürnberger Buchhandlung Jakob jetzt durch den Deutschen Buchhandlungspreis. Der zeichnet kleinere, inhabergeführte Buchhandlungen aus, die mit besonderem Konzept überzeugen. Zum Beispiel einem speziellen Buchabo. Also liest gerne Julian Barnes, Munro und gerne deutsche aktuelle Literatur, aber auch gerne Bücher, die die Türen zu anderen Kulturen aufmacht. Hey. Na, da finden wir noch. Gar nicht so leicht, jetzt das passende Buch zu finden. Die Nürnberger Buchhandlung Jakob hat immer wieder neue Ideen. Ein Buchabo ist eine davon. Geschäftsführer Daniel Clark kennt aus einem Vorgespräch die literarischen Vorlieben der Abonnenten, sucht dementsprechend die Lektüre aus. Die wird dann jeden Monat verschickt.
Eine Idee, die eigentlich aus der Not heraus geboren wurde, als die Buchhandlung während des Corona-Lockdowns schließen musste. Und wir waren dann eigentlich wirklich super überrascht, wie das angenommen wurde und wie erfolgreich es war. Und jetzt haben wir eben hier den ganzen Ordner und müssen schon wirklich, also es ist schon sehr zeitintensiv. Also wir müssen schon echt so 2 Wochen vor Monatswechsel anfangen, den Ordner durchzugehen, weil wir wirklich für jeden Einzelnen das Buch aussuchen. Das Buchabo wurde so gut angenommen, dass es nun auch auf Kinderbücher erweitert wurde. Neue kreative Ideen, nah am Kunden, vielfältiges Sortiment. Dafür wurde die Buchhandlung Jakob jetzt mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Lilly Ludwig ist quasi das digitale Aushängeschild der Buchhandlung. Ganz analog liest sie 2 bis 3 Bücher pro Woche. Auf Instagram gibt sie digitale Rezensionen ihrer Lektüre. Dieser Roman von Olga Tokarczuk ist die perfekte Kreuzung aus Roman und Krimi. Es geht dabei um die 17-jährige Marie, die eigentlich zum englischen Königshaus gehört. Kinmel-Lorisot beschreibt hier die Geschichte von ihm selbst. Es ist Autofiktion. Er schreibt an seine Großmutter, die zunehmend an Demenz erkrankt. Mit Livestreams, Lesungen, Buchtipps erreichen Lilly Ludwig und ihre Kolleginnen mehrere tausend Interessierte. Ein digitaler, kostenloser Service. Ja, die Verknüpfung von digital und hier im Laden ist natürlich super wichtig, weil wir die Leute natürlich auch digital besser erreichen können. Die sitzen abends auf dem Sofa, scrollen durch Instagram oder durch TikTok und sehen dann plötzlich Content von einer Buchhandlung vor Ort und können am nächsten Tag vielleicht schon kommen und die Empfehlung, die wir ausgesprochen haben, in die Hand nehmen. Die Konkurrenz zu großen Online-Plattformen bleibt eine immense Herausforderung für die kleinen Buchhandlungen vor Ort. Innovative Konzepte und Beratung von Mensch zu Mensch aber sind das entscheidende Plus, um dauerhaft zu überleben. Und damit sind wir schon bei den Nachrichten des Tages in aller Kürze. Das Regiomed-Klinikum in Lichtenfels ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden. Das sogenannte Green Hospital, das 2018 eröffnet wurde, wurde als erstes bayerisches Krankenhaus am Passivhausstandard ausgerichtet. Beim Bau wurden besonderer Wert auf Energieeinsparungen und eine nachhaltige Energieversorgung gelegt, heißt es. Die Kosten für den Neubau des Krankenhauses lagen bei etwa 112 Millionen Euro. Abspaltung geplant. Siemens will sich von seinem Großmotorengeschäft trennen. Das sorgte am Nürnberger Standort Vogelweierstraße immer wieder für Proteste. Nun will der Konzern einen Teil der Sparte mit der Erlanger Tochterfirma Cycatec in ein neues Unternehmen in Nürnberg bündeln. Der Standort wird dadurch zumindest fürs Erste gestärkt. Uni-Neubau in Nürnberg. Der Grundstein für das erste Gebäude der Technischen Universität ist am Nachmittag gelegt worden. Im sogenannten Cube One sollen Ende 2023 neben dem Gründungspräsidium unter anderem Teile der Verwaltung einziehen. Insgesamt investiert der Freistaat Bayern rund 1,2 Milliarden Euro in den Bau der neuen Uni. Aus für Coburger Puppenmuseum. Der Stadtrat hat bereits gestern für eine Schließung zum Jahresende gestimmt. In den vergangenen Jahren kamen schlichtweg zu wenig Besucher. Zudem ist das Museum nicht barrierefrei. Ein Großteil der rund 2000 Puppen soll nun an eine private Stiftung aus der Region gehen. Eine Fußball-Weltmeisterschaft mitten im Winter und dann auch noch im Wüstenstaat Katar. Wer hat sich sowas ausgedacht? Ach, das fragen sich ja nicht seit jetzt erst viele Menschen. Aber jetzt wird's ernst. Am Montag beginnt die WM und jetzt stellt sich für viele die Frage, Boykott oder nicht. Auch viele Wirte von Kneipen und Lokalen, die bislang ja immer Public Viewing angeboten haben, mussten eine Entscheidung treffen. Auf dem Hauptmarkt in Nürnberg wird wie sonst üblich definitiv nichts stattfinden. Dieser ist schon während der Fußball-WM vom Christkindlesmarkt belegt. Und auch Wirte wie dieser vom Bieramt in der Nachbarschaft zeigen ganz deutlich ihre Meinung. In Nürnberg hat sogar Brauer Felix von Emt ein Boykottbier eingebraut und will es zum WM-Start ausschenken. Wenn man mal geschlossen sagt, man guckt nicht, na, dann stehen die Sponsoren halt auch da und sagen sich so, na, weiß auch nicht, ob man das vielleicht so weitermachen sollten. Ansonsten ist die Meinung dazu unentschieden, sagt der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband. Deshalb hat er seinen Mitgliedern dazu auch keine Empfehlung gegeben. Doch die Nachfrage sei ziemlich verhalten, sagt der Wirt vom Bratwurströslein in Nürnberg. Letztendlich
hören wir natürlich auf das, was unsere Kunden wünschen. Und wenn bei mir jetzt eine Gruppe anruft mit 200 Leuten und fragt, können wir bei dir Public Viewing machen, dann mache ich das natürlich, ist ganz klar. Weil die Meinungen dazu so unterschiedlich sind, hat Gastronom Coco Sturm aus Bayreuth seine Gäste über die sozialen Netzwerke befragt und abstimmen lassen. Ich lese eigentlich keinen Schwerpunkt raus. Also es geht natürlich von ganz auf der einen Seite Boykott, auf gar keinen Fall, ablehnen, das geht gar nicht, bis hin zu auf jeden Fall macht das Public Viewing. Darum hat Wirt Coco Sturm nun selbst entschieden. Er will neben der Leinwand auch einen Stand von Amnesty International aufstellen. Ja, letztendlich ist es aber dann doch immer eine Frage des Geldes. Und das war's von Anfang an. WM-Stimmung kommt also in Franken bislang noch wenig auf. Wie ist es denn vor Ort? Meine Kollegin Julia Büchler ist nämlich gerade schon in Katar. Ja, ist in Doha denn schon sowas wie WM-Fieber zu spüren, Julia? Ja, langsam geht's los. Man muss als erstes sagen, der Winter hier, der fühlt sich ja für uns an wie ein deutscher Sommer. Es hat jetzt noch unglaubliche 28 Grad, also es ist richtig heiß tagsüber, ganz schön knallig, gefühlt 35. Aber ja, langsam wird's hier voller, lauter und bunter vor allen Dingen, auch nachts. Man sieht es hier hinten, die glitzernden Lichter. Da gibt es jeden Abend eine Art ja, Drohnenshow. Da werden quasi verschiedene Symbole in den Himmel gezeigt. Unter anderem auch der Weltpokal. Und ganz hinten, wo es am meisten glitzert, da ist die Strandpromenade, die sogenannte Corniche. Und das ist hier auch die offizielle Fanmeile. Da gibt es auch ein Fanfest. Und vor zwei Tagen, da war hier schon mal so eine Art Probelauf. Und ich bin da hingegangen. Es war wirklich mega voll. Aber irgendwas hat nicht gestimmt. Und bei einem genaueren Hinschauen habe ich dann auch gesehen, komisch, die Fans, das waren alles Inder, die einfach nur Trikots drüber gezogen hatten. Also die waren wohl gekauft. Zugegeben hat es keiner, aber es ist jetzt auch tatsächlich so, dass ich schon ein paar deutsche Fans gesehen habe, ganz viele Argentinier, Brasilianer, also langsam wird es hier richtig voll. Und wie sehen das die Spieler? Sehen die das alles rein sportlich? Naja, die sind ja gestern erst hier angekommen und die wohnen auch gar nicht hier in Doha, sondern so eine gute Stunde entfernt, da fährt man mit einem Auto so, ja, gefühlt einfach Richtung München. Wie auf der A9 ist es, bloß dass rechts und links einfach gar nichts ist, außer Sand. Also wenn man da ins DFB-Quartier hochfährt, dann wissen die schon eine halbe Stunde vorher, dass du jetzt gleich ankommst, weil man einfach wirklich nur geradeaus sieht und auch die Straße ist super einsehbar. Da, wo die Wüste aufhört und das Meer dann beginnt, da ist die völlige Abgeschiedenheit und Ruhe. Und genau so will Oliver Bierhoff, der DFB-Direktor, das auch. Die wollen sich da einfach in Ruhe vorbereiten. Aber natürlich bekommen sie auch ganz viel mit, was in Deutschland über diese WM gedacht wird, von der Kritik an den Menschenrechten nur als ein Beispiel gesehen. Heute haben sie noch mal bekräftigt, sie werden diese bunte Kapitänsbinde tragen. Der Kapitän Manuel Neuer wird die anziehen, auch wenn die FIFA dafür eine Geldstrafe aussprechen sollte. Und sie haben sich auch entschlossen, mit 1 Million Euro zum Beispiel ein SOS-Kinderdorf in Nepal zu unterstützen, weil hier gibt es eben sehr viele Wanderarbeiter aus Nepal, die hier zum Teil auch ums Leben gekommen sind beim Bau der Stadien. Ja. Ganz kurz vielleicht noch, Julia, wie sind denn eure Arbeitsbedingungen? Könnt ihr denn euch frei bewegen? Frei bewegen, ja, aber man muss natürlich sagen, hier sind überall Kameras, man wird ständig beobachtet. Ich habe letztens mal versucht, Mitarbeiter von einer Tankstelle zu interviewen, da waren sie erst höflich ablehnend, dann wurden sie aber immer grimmiger und am Schluss, als ich das dritte Mal gefragt habe, wollt ihr nicht doch vielleicht ganz kurz nur ein Interview, haben sie gesagt, ja, siehst du nicht, hier sind überall Kameras und jetzt bitte raus mit dir. Also ja, ich wurde noch nicht gehindert an meiner Arbeit. Als Frau kann ich mich frei bewegen, aber man wird beobachtet, so ist es schon. Danke, Julia, nach Doha. Ja, und was haben wir noch in der Heimat Berichtenswertes? Das Memorium Nürnberger Prozesse erweitert seine Dauerausstellung mit einer multimedialen Installation. Diese nimmt die Zuschauer auf eine Zeitreise in den Prozessalltag der Jahre 1945 und 46. Heute wurde die Ergänzung der Dauerausstellung im berühmten Saal 600 vorgestellt. In diesem Saal fanden ab 1945 die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse statt.
Fördergelder für Kinos. Mehr als 90 bayerische Programmkinos sind heute in Würzburg mit den Programmprämien vom Filmfernsehfonds Bayern ausgezeichnet worden. Mit rund 1,4 Millionen Euro insgesamt sind die Prämien in diesem Jahr so hoch wie nie zuvor. Hallo Klecksi feiert Geburtstag. Das Sprachprojekt soll Kindern auf spielerische Art und Weise Deutsch als Fremdsprache beibringen. Den Initiatoren zufolge wurde es im Zuge der Geflüchtetenbewegung von 2015 als Entlastung für Betreuende und Lehrkräfte gestaltet. Demnach haben bis heute mehr als 150.000 Kinder von dem Projekt profitiert. Vorlesetag im Landkreis Hof. An dem bundesweiten Aktionstag hat sich heute auch die Grundschule Naila beteiligt. Dafür nahmen sich Erwachsene am Vormittag 2 Stunden Zeit und lasen den Jungen und Mädchen aus verschiedenen Kinderbüchern vor. Der Vorlesetag findet seit 2004 bundesweit immer am 3. Freitag im November statt. Was denken Sie, wenn Sie diese Steine sehen? Kinderspielzeug? Ja. Auch. Aber es gibt ja auch jede Menge Erwachsene, die sich mit Lego-Konstruktionen beschäftigen. Mit der Bricking Bavaria findet in Fürth gerade die größte deutschsprachige Lego-Schau statt. Mit dabei auch ein passionierter Lego-Konstrukteur aus Erlangen. Schon als Kind hat Christoph Ruge mit Lego gespielt. Dann gerieten die Steine in Vergessenheit. Vor ein paar Jahren hat er wieder angefangen. Anleitungen braucht er nicht. Der Erlanger entwirft eigene Lego-Modelle. Mein Ding ist tatsächlich, eigene Sachen zu bauen. Ich habe ein paar Lego-Modelle, auch gekaufte Modelle, einfach aufgebaut. Ansonsten, ich habe viele Steine. Wie viele? Ich habe lange nicht mehr gezählt. Der Ingenieur liebt es, Dinge zu entwerfen und zu konstruieren, bis sie so funktionieren, wie er sich das vorstellt. So wie diese motorisierte Kugelbahn. 2017 kam ihm eine Idee. Er wollte die ISS, die Internationale Raumstation, als Lego-Modell bauen. Über Jahre hat er am Computer daran gearbeitet, mit Erfolg. Und es ist ihm sogar gelungen, Lego von seiner Idee zu überzeugen. Das Unternehmen hat seine ISS auf den Markt gebracht. Es ist natürlich ein tolles Gefühl. Es ist im Prinzip ein Ritterschlag, kann man sagen, wenn man als Fan ein Modell entwirft, was Lego dann produziert. Und was dann auch noch so gut ankommt. Das ist eigentlich für mich fast sogar noch das größere Kompliment. 864 Teile hat das Set. Hunderte Fotos der ISS hat Ruge zuvor studiert und ausgewertet. Er wollte ein möglichst originalgetreues Modell entwickeln. Dieses Produkt jetzt, so wie es Lego dann entworfen hat, also das ist noch mal ein bisschen eine Änderung von meinem Vorschlag, haben die dann auch mit der NASA abgestimmt. Das heißt, auch die haben ihren Segen dazu gegeben. Und das Modell erfreut sich halt auch in der Space Community großer Beliebtheit. Im Moment bereitet er sich auf die Fanausstellung Bricking Bavaria in Fürth vor. Bastler aus ganz Europa zeigen dort ihre Modelle. Christoph Ruge wird seine Kugelbahn vorführen. Kleinste Elemente greifen hier ineinander. Hoffentlich läuft die Anlage dort so wie zu Hause. Das ist natürlich umso spannender, weil die Frage umso größer ist, wird es auch funktionieren und hält es durch. Wenn wir diese Modelle auf einer Ausstellung haben, dann sollen die halt 8 Stunden am Tag funktionieren. 300 Lego-Bastler aus Europa bauen seit gestern in der Fürther Stadthalle ihre Modelle auf. Fantasiewelten gebaut aus tausenden Lego-Steinen. Christoph Ruges Kugelbahn ist hier Teil einer großen Bahn. Alles läuft wie geschmiert. Es ist einfach eine unglaublich inspirierende Atmosphäre hier. Allein mit der Murmelbahn, die wir hier aufgebaut haben, ich zu Hause habe einige wenige Module. Wir hier haben einen ganz großen Kreis. Da kommt man auf viele neue Ideen. Ich finde es immer wieder faszinierend, was man aus letzten Endes ja denselben Lego-Steinen völlig unterschiedliche Sachen machen kann. Auch viele Fans seiner ISS sind gekommen. In der Bastler-Szene ist Ruge durchaus bekannt. Er hofft, dass Lego noch eine weitere seiner Ideen zukünftig produziert. Er hat das Spiel Die Siedler von Catan entworfen. Vielleicht kommt das irgendwann auch in die Läden. Ja, also bei Siedler, da würde ja sogar ich mich mal an die bunten Steine rantrauen. Von dem Spiel bin ich ein echter Fan. Wer übrigens die Lego-Kunstwerke live bestaunen will, einfach morgen oder übermorgen in die Fürther Stadthalle kommen. Das Wetterset hat jetzt wieder Rika Dächern für uns. Und da war ja gestern schon eine Schneekonstruktion im Gespräch, gell? Ja, genau. Und zu dem Set gehören
kalte Polarluft, Niederschläge und die Tatsache, dass wir schon November haben. Und schon konstruiert Petrus was ganz Kleines, Weißes, Leichtes, Sternchenförmiges oder meteorologischer ausgedrückt. In den kommenden Abendstunden gelangt in den Nordosten Oberfrankens kalte Luft polaren Ursprungs, was nichts anderes heißt als zum Regen mischt sich nun auch Schnee dazu. Nachts fällt dann in Franken zeitweise Regen, der teilweise bis in tiefere Lagen in Schnee übergeht. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 4 Grad im Landkreis Hof und plus 4 Grad im Landkreis Aschaffenburg. Und das bedeutet natürlich, es kann glatt werden auf den Straßen. Morgen gibt es eine Trennlinie zwischen milderer Atlantikluft im Südwesten und kalter Polarluft im Nordosten Bayerns. Im Bereich der Luftmassengrenze kommt es dann zu Niederschlägen, die bei uns auf der kalten Seite Schnee oder Schneeregen bis ins Flachland bringen. Und so kann es am Samstag gebietsweise weiß werden. Beginnen wir mit Unterfranken. Da haben wir stark bewölktes Wetter. Zeitweise fällt Schnee oder Schneeregen, in tiefen Lagen Regen. Die Höchstwerte nur 2 Grad in Bad Kissingen und 5 Grad rund um Aschaffenburg. In Oberfranken ist es bewölkt mit Schnee oder Schneeregen. Später wird es im Grenzbereich zu Sachsen und Thüringen trocken. Im Landkreis Hof haben wir Dauerfrost mit maximal minus 3 Grad. Und auch bei Bamberg werden es nur plus 2 Grad. Stark bewölkt geht es auch in Mittelfranken durch den Tag. Gebietsweise kommt es zu Schnee oder Regen. Die Temperaturen erreichen hier 3 bis 5 Grad. Und auch in der Oberpfalz ist es grau in grau. Und es gibt teilweise Schnee oder Schneeregen. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 Grad rund um Weiden und 3 Grad örtlich an der Donau. Morgen also gebietsweise der erste Schnee bis ins Flachland runter. Dabei kann es auch tagsüber lokal glatt werden. Und auch die Nacht auf Sonntag wird bei längerem Aufklaren frostig mit bis zu minus 8 Grad im Landkreis Hof. In den kommenden Tagen setzt sich dann aber wieder mildere Luft durch und wir bekommen wieder Plusgrade, unser Wettertrend. Sonntag und Montag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten an den Alpen, hier und dort Regen. Der Dienstag ist wieder stark bewölkt. Im Süden fällt zeitweise Regen, an den Alpen Schneeregen oder Schnee. Die Höchstwerte insgesamt 4 bis 8 Grad. Ein November wie ein April. Und ja, auch Novemberfotos können schön sein, was unsere Frankenwetterfotografen mal wieder unter Beweis gestellt haben. Sabine Friede aus Grottensee hat diesen Sonnenuntergang bei Regen fotografiert und einen kleinen doppelten Regenbogen am Himmel eingefangen. Und Willi Dressel aus Ebern reimt zu seinem Bild: Novemberwetter pur, aufgenommen in der Beschwinder Flur. Sehr schön, vielen Dank an Sie alle. Die Bilder vom Wochenende dann schauen wir uns am Montag wieder gemeinsam an. Und Karin hat jetzt noch einen weiteren Tipp fürs Wochenende. Ja, danke schön, Rika. Dann kann das Wochenende ja jetzt kommen. Und am Sonntagabend, da treffen wir Sie dann hoffentlich wieder in der Frankenschau. Da geht es unter anderem um den Nachwuchsmangel in vielen Betrieben. Handwerkerinnen und Handwerker werden nämlich händeringend gesucht. Der Zentralverband des deutschen Handwerks geht von rund 250.000 unbesetzten Stellen in Deutschland aus. Welche konkreten Projekte in Handwerks- und Handelskammern helfen sollen, Schülerinnen und Schüler für eine Lehre im Handwerk zu begeistern? Ja, das sehen Sie in der Frankenschau ab 17.45 Uhr hier im BR-Fernsehen. Ja, fehlt noch unser Bild des Tages. Schön winterlich von Horst Berzki aus Bad Kissingen. Die raureif bedeckte Ackerlandschaft in der Morgensonne hat er am Ortsrand von Thundorf im Landkreis Bad Kissingen fotografiert. Wir finden, sehr gelungen. Vielen Dank dafür und ja, Ihnen allen jetzt ein Dankeschön fürs Zuschauen. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Bis bald in Franken. Ade.